Hallo Welt, hallo YouTube, beziehungsweise mittlerweile eigentlich guten Abend. Es ist sowas wie 18.30 Uhr, beziehungsweise 19 Uhr. Dennoch ist der Himmel hier strahlend blau. Man schwitzt nur vom Herumstehen. Die Sonne scheint und nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen die Augen zusammenkneife. Kommt von der unheimlichen Sonnenstrahlung hier. Ich bin hier stark geblendet ohne Sonnenbrille. Seit meinem letzten Beitrag sind hier aber einige Dinge passiert. Man kann es hinter mir schon erahnen. Der Keller steht, zumindest fast. Und zwar ist das so, dass ja die Außenwände aus mehreren Elementen bestehen. In der Zahl sind es 2 pro Hausseite, insgesamt also 8. Und die Nummer 8 fehlt da hinten auch tatsächlich noch. Die steht allerdings hier vor Ort und das eignet sich auch ganz gut, um sich das mal aus der Nähe anzusehen. Und zwar ist es so, dass das eben eigentlich 2 Betonplatten sind, die dann eben über entsprechendes Metall bzw. Stahl miteinander verbunden sind. Und hier hinein wird dann halt der Ortsbeton gegossen, sodass das Ganze nachher eine massive Betonkonstruktion darstellt. Wie die einzelnen Elemente miteinander verbunden werden, das kann ich euch dann zeigen, sobald ich mich da unten befinde. Bis gleich. Der offizielle bzw. temporäre Weg wird ja später hier über diese Brücke verlaufen. Und zwar, wenn man da einmal eben sich drinnen befindet und alle Außenwände aufgestellt sind, kommt man da nicht so ohne weiteres heraus. Es gibt ja noch keine Treppe. Allerdings gibt es eben diese Brücke mit einer Leiter, sodass man dann eben da hinunter bzw. hinaufgelangen kann. Aktuell kann man hier aber auch noch so ein bisschen an der Grube, hier in die Grube hineinsteigen und da am Rand entlang seinen Weg sich hineinbahnen. Ich befinde mich jetzt also in der Baugrube an der Außenwand, die ich hier jetzt zum ersten Mal berühre. Und man kann sehen gegenüber dem letzten Mal, gerade hier eben im unteren Bereich, die Schalung war ja zuvor noch gestützt mit solchen Holzbrettern. Das wurde jetzt größtenteils entfernt, aber diese eine Außenwand, die ist eben hier noch auf Holzbrettern abgestützt, sodass sie eben nicht am Boden steht und irgendwie unsymmetrisch oder so belastet wird. Diese Perspektive eignet sich auch hervorragend, um nochmal in die Außenwände hineinzusehen. Man sieht ja hier die Außen- bzw. Innenwand und dazwischen sind diese eben mit entsprechenden Stahlkonstruktionen miteinander verbunden. Ich bahne mir hier gerade meinen Weg in den Keller bzw. auf die Bodenplatte. Hier hinten um die Ecke, da fehlt ja noch das entsprechende Element, sodass ich da halt hineinkomme. Aber man kann sehen, hier befindet sich eben noch eine Menge Wasser in der Baugrube. Und dementsprechend ist es gar nicht so einfach, da hinzugelangen, ohne schmutzig zu werden. Aber ich gebe mir Mühe. Ich befinde mich jetzt hier auf der Bodenplatte im Innenbereich, im Keller im zukünftigen. Und bin doch etwas überrascht über die Geschosshöhe. Und zwar ist diese hier im Verhältnis zur umspannten Fläche relativ hoch. Das Ganze wird sie aber nachher noch relativieren. Da kommt ja noch ein Bodenaufbau mit, ich glaube, 15 cm hin und eine abgehängte Decke mit 10 bis 15 cm. Insofern werden nachher 30 cm in etwa fehlen. Aber man kann es schon sehen, ich komme hier zum Beispiel aktuell gar nicht hoch. Also das sind jetzt sicherlich fast 3 Meter, die das hier nach oben geht. Man kann hier auch ganz gut sehen, dass die Außenwände bzw. die einzelnen Elemente eben mit solchen metallischen Stützen abgestützt sind. In etwa alle 2 bis 3 Meter ist das eben in die Wand geschraubt, hier fixiert. Und auch im Boden ist das genauso fixiert, sodass hier eben nochmal zusätzlicher Halt ist, bevor das Ganze dann in den Beton mit Beton vergossen wird und dann selbst stützend bzw. selbsttragend wird. Hier zu sehen ist die also noch zu schließende Lücke. Da muss ja das letzte Element noch eingesetzt werden. Die dazugehörigen Stützen bzw. Schrauben sind hier soweit schon vorbereitet. Das Ganze eignet sich aber auch hervorragend, um zu sehen, wie die einzelnen Elemente untereinander verbunden sind. Und zwar verläuft ja am Boden einmal quer entlang der metallische Versiegelungsstreifen. Da wurde eben die Schutzfolie entfernt. Die befindet sich jetzt hier im Müllsack. Und man kann eben das schwarze Material hier sehen und erahnen, dass eben für mich als Laie ist das irgendwie bitumenartig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das klebt leicht, ist leicht klebrig, damit es hier eben eine gute Haftung gibt. Und man kann auch sehen, das geht dann über in einen senkrecht verlaufenden Streifen. Und der senkrecht verlaufende Streifen, der ist hier mit so Klammern nochmal fixiert, damit da eben eine gute Haftung bzw. eben keine Lücke entsteht. Und das Ganze verläuft dann einmal an der ganzen Wand entlang nach oben, um auch hier eben ordentlich den Keller vor Wassereintritt zu schützen, beziehungsweise damit das Wasser eben jetzt in dieser Spalte nicht eindringen kann. Einen ähnlichen Versiegelungsstreifen gibt es auch hier in der Ecke. Und zwar ist das Konzept hier dasselbe, allerdings hat er jetzt hier in etwa 45 Grad, um eben diese 90 Grad Ecke
der Außenwände hier symmetrisch zu versiegeln. Und auch hier unten ist das Ganze eben mit Klammern, mit diesen Versiegelungsstreifen auf dem Boden verbunden und hält dann hoffentlich auch in den nächsten Jahrzehnten das Wasser davon ab, in den Keller einzudringen. Hier zu sehen sind die späteren Fenster dieses Raumes. Die sind eben in Holz eingeschallt. Man kann das hier sehen, sodass man hier eben saubere Kanten hat, beziehungsweise damit es eben zu keinen Ein- und Austritten vom Beton kommen kann. Das ist hier auch nochmal zwischendrin verstärkt, einfach wegen dem Gewicht des Betons geschuldet vermutlich. Und in ähnlicher Form gibt es das Ganze hier nochmal etwas kleiner. Und auch das dritte Fenster in diesem Raum, im letzten Element hier, wird ein Fenster enthalten. Das Element ist auch schon entsprechend vorbereitet. Das hat man vielleicht vorhin erahnen können, das steht ja jetzt hier hinter der Wand. Und auch dieses hat eben ein Fenster vorbereitet. Ein weiteres Detail sind diese Durchbrüche hier an strategisch ausgewählten Stellen. Das wurde eben werkseitig schon vorbereitet durch entsprechende Planung, sodass man hier jetzt bauseits keine Kernbohrungen durchführen muss. Und zwar ist das hier einmal an dieser Stelle, das kann man sich vorstellen, wie eben ein Plastikrohr, das hier in die Wand eingesetzt worden ist, bevor das Ganze in Beton vergossen worden ist. Ähnlich empfindet man das hier für die Wärmepumpe, beziehungsweise einmal in dieser, sowie einmal in dieser Ecke für das Schmutzwasser. Das wird eben in Fallrohren in der Außenwand geführt, in den oberen Geschossen, und wird hier im Keller dann nach außen geführt werden. Nichtsdestotrotz wird man hier noch die eine oder andere Kernbohrung setzen müssen, zum Beispiel von den Stadtwerken. Die wird auch hier irgendwo an dieser Wand stattfinden. Die Stadtwerke wollen das hier eben vor Ort selbst machen. Dafür hat man dann da auch irgendwie eine Form von Garantie bzw. Gewährleistung, damit das eben auch dicht hält. Und dementsprechend sollen und wollen die eben hier selber bauen. Das waren jetzt also die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem letzten Mal, beziehungsweise halt die einzelnen Schritte, die hier gemacht worden sind, um die Außenwände soweit vorzubereiten und aufzustellen. Morgen soll jetzt hier noch das fehlende Stück hinter mir eben eingesetzt und aufgestellt werden. Und dann sind die Außenwände soweit fertig vorbereitet und jetzt kann eben mit den nächsten Arbeiten weitergehen. Und auch davon werde ich sicherlich wieder berichten. Bis dann!